sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Ich höre dich. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch. Aber das wird reichen. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladinspucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Hallo, Prinzessin. Ja. Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Der Trank hat eine starke, aphrodisierende Wirkung. Toll. Genau das, was ich alleine in der Einöde brauche. War nur ein Scherz. In Wirklichkeit ist etwas ganz anderes toll an ihm. Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut null Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Das wirst du nicht glauben. Mana-Trank Light. Wow! Da erkennt man schon am Namen, dass er nicht viele Kalorien hat. Also schön, gib her. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö, ich hasse dieses ständige Gebuffe. Na komm schon, du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal, null Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle.
doch schrecklich. Danke für die Buffs. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. Mehrere Modezeitschriften. Paladins Health, Debuffed, Platte und Rock. Hammer, episch ist nicht gleich schick. Die Waffenröcke der Saison und Lipgloss für Anfänger. Zeit für die große Show. Er ist es! Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen! Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Also gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was? Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, ich... Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Was ist passiert? Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Juhu! Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegersets befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Sie haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Ein Grab, davon gibt... Schaut mal, was ich hier habe. Körper! Oh! Ja, noch ein Stück. Da kommt zusammen, was zusammengehört.
Das ist toll! Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... nett von... Oh, hallo! Ich bin Gulliver. Esther! Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Nacktmullschutz. Reduziert deine Angst vor Nacktmullen um 50%. Untermilchleuchten. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben des Regenbogens, wenn du sie in Milch tunkst. Wo soll ich denn jetzt Milch herbekommen? Safe Game. Ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Eine Lunge hat... Hey, Gulliver! Ah, der Lebende! Hier in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Bizarr. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Und? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt, aber auch toll! Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist! Das freut mich. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut! Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Ich höre dich. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund.
Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht, aber schon. Ich. Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein.